So, Freunde, herzlich willkommen zurück bei Ego Schlüter LP, der komische norddeutsche Akzent, den ich nicht kann, ist immer noch da. Egal, den ich nicht beherrsche, denn egal, es geht weiter mit Journey of a Roach. Yo, und wir wollten irgendwie... Ja, weitermachen. Ich hoffe, der Sound bleibt diesmal da, weil irgendwie beim Spiel hier... Ich sag's mal so, der Sound kackt immer ab. Also, ich sag's, was ist. Und wir müssen jetzt weitermachen. 8. Folge, Journey of a Roach, Ego Schlüter LP. Und es geht in den See. Ja, mit der Kiste zum See, zur kleinen Insel. Eine Insel mit zwei Kisten und dem tiefen blauen Aal. Ja, da, 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 da. So, wenn das zu blöd ist, der kann ja auch CNC Renegade anschauen tun. Bei Ego Schlüter LP. Oder einfach irgendein anderes Rotzespiel. So. Ja, wir können mit dem Typen hier reden. Wer kriegt die Schatzkiste nicht auf? Das ist schlecht, ne? Jo. Dann geben wir ihm die Spitzhacke. Mit der Spitzhacke kriegt er das nicht auf. Vielleicht tut's das hier. Auch nicht. Batterien habe ich noch. Keine Batterien. Ein Schweizer Universal-Taschenmesser. Ja, wie jetzt? Naja, dann nehmen wir halt den Partyhut. Partyhüte. Haben wir schon einen Haufen. So. Ja, was müssen wir denn da machen, du? Ich habe noch keinen Plan. So, ja, ich glaube, wir müssen uns hier weiter umgucken tun. Da ist ein Fass. Ah ja, das sollen wir den Voodoo-Menschen reinstecken tun. Ja, 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 ja. Neben dem Schacht ist ein Dingens. Ja, welcher Schacht? Yo, yo, dat. Also, ich habe doch eine Spitzhacke. Und mit einer Spitzhacke können wir konkret kloppen. Spitzhacke. Also, wenn ich eine Spitzhacke habe, dann kann ich doch sicher auch dieses Zeug hier zerkloppen. Alles andere wäre doch Unsinn. Wir müssen hier nämlich looten und leveln. Looten. Und leveln. Aha! Aha, aha, aha. Hab ich dich erwischt? Tada! Errungenschaft freigeschaltet. Elefant in the Porzellanladen. So. Also, auch das Spiel hat Achievements. So, nun hast du deinen Schatz, Meister. Die Schatztruhe ist open. Wie wäre es mit Batterien für das Funkgerät? Das ist eigentlich eine schlaue Idee. Tada! Bist du nur zufrieden? Ja, der ist zufrieden. Offenbar, offenbar, augenscheinlich. Wahrscheinlich schon. Wir gehen mal auf die andere Seite des Sees. Und drücken auf das Quietsche-Entchen. So, und gehen rüber zu dem anderen Entchen. Und da stellen wir fest, dass da eigentlich nichts von Bedeutung gewesen ist. Okay. Dann also wieder rüber, über die Rübe. Ja. Das könnte hier auch der Karachai-See sein. Das ist auch ein Atommüllsee im Ural. So. Okay. Darüber, dann auf der Runde. Es wird hier immer bunter. Wieder durch den Schacht. So. Und jetzt, meine lieben Ameisen-Kollegen, machen wir das Loch mal zu. Hm.
Ihr dürft mich nicht erwischen, Schwein. Ihr habt doch gesagt, er soll mich nicht erwischen tun. So. Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Tja, ich würde sagen, wir klettern mal die Leiter nach oben tun. Wir haben eigentlich nur Funkgerät und Schweizer Taschenmesser und lauter so komischen Kram. Ja, Funkturm klingt ja gut, ne? Funkturm und Funkgerät. Jawohl! Verstärkung! Alarm, Alarm! Ja, unsere Verbündeten kommen. Da sind sie auch schon. Hier. Jawohl, die fliegen. Der Bienenmann. Er macht sie alle platt hier mit seinen Bienen. Ein Angry Voodoo Nerd ist übrig. Aber auch nur noch der. Nun gut. So, okay. Wieder nach ein Pilz. Ein Fliegenpilz. Ein Partyhut. Gib mir die Invisible Partyhut. Ich habe zwar keine Ahnung, warum ich Partyhüte sammeln tue. Aber wir haben ihn auf jeden Fall. Okay. So. Jetzt haben wir noch im Inventar Partyhüte und einen Pilz und Schweizer Taschenmesser und komischen Kasten. Whatever. Zurück zur Kran-Konsole. Ich glaube, die ist ganz spielentscheidend. Nehmen wir den Pilz mit der Konsole. Jetzt haben wir einen Knopf mehr. Ja, wunderbar. Und jetzt drücken wir Konsolenpilz. Sehe ich das richtig? Ja, und jetzt holen wir uns den Priester. Jawohl, yeah. Ah ja. Jetzt habe ich vergessen, dass das Kiste hier noch zu ist, aber er muss in den Atommüllschacht fallen, das ist ganz klar. Klarer Fall. So, ging uns auf. Der Rattenmann will nämlich eh noch eine Rechnung besiegeln mit dem. Und dann gehen wir da hin, drücken die Konsole und schmeißen den da runter. Na, nur guckt der was. Ich guck mal runter, wie das so aussieht. Haha, coole Sache hier. Die Rolle macht den Voodoo-Priester platt, sag ich dir. So. Dann gehen wir wieder rauf hier.
Jetzt können wir das nochmal zumachen. So. Oh nö, mein Freund, holen wir dich da raus, würde ich sagen. Ah, gen. Ich hatte es vor. Kran fahren. So. Aha, das Voodoo-Dingens. Okay, das können wir nur in der Luft lassen und sonst nichts. Na, immerhin. Guck an. So. Schauen wir mal, wie wir... Grill, du, das sag ich dir. Komische Sache, du. Aha! Rampe! Okay, wenn wir... Ja, okay, Schweizer Taschenmesser müsste für irgendwas gut sein. Haha! Partyhüte! Irgend so eine Box hier. Okay. Rakete gefunden. Ich denke auch, die brauchen Benzin. Fehlt noch ein bisschen mehr Benzin.
Da ist der Schlüssel. Kick on, kick on. Ich bin der Schlüsselmann. Jo, ist klar. Isa. Klar. Du bist ruhig. Wir müssen jetzt gucken, wie wir hier weiterkommen. Wir haben jetzt nur noch Partyhüte und Schlüssel 2. Schlüssel 2, okay. Ja, ich denke, wir brauchen mehr Benzinkanister. Wir haben ja nur zwei und wir brauchen aber drei. Brauchen wir nochmal an den Kron. Nicht den Kron. Bla 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 bla. Wir holen dich da schon noch raus, du. Jetzt jumpen wir jetzt erstmal da runter. Runter. So. You have here a Benzinkanister. Thank you very much, du. So, nun ist die Frage, alle Fragen. Wie war unser Betragen? Und vor allen Dingen, wie kommen wir wieder zurück? Kein Copyright verletzen. Wie kommen wir jetzt wieder auf die Seilwinde? Rakete. Tante Kate. Die Rakete ist startbereit, okay? Startbereit. Sowas von startbereit. Schau, dass ich gar nicht auf der Rakete laufen kann. Dort wäre viel schlauer, du. Aha, da ist der Voodoo-Priester sein Teil. Und jetzt kommen wir und holen ihn. Ist das nicht genial? Wir retten ihn aus der Luft. Er sitzt schon in der Rakete. Nur wie komme ich jetzt wieder runter von der Rakete, du? Oh ja. Ich hätte da eine Idee. Also Leute, mir wird voll schlecht von dem Spiel, ich sag's euch. Also das ist Wahnsinn. Das kann ich nicht weiterempfehlen, wenn ihr irgendwie Motion Sickness kennt. So. Ich sag's ja, dauernd dreht sich alles. So. Wir benötigen... Was haben wir denn hier noch? Schlüssel 2. So. Schlüssel. Lauf da rüber, dann über, da hoch. Nein. Genau, der Schlüssel muss in das Loch und dann kann die Reise beginnen tun. Und wir haben das Spiel gewonnen, oder nicht wahr? Ja! Jawohl, ja! Journey of a Roach! Aus einem Nuklearraketensilo, jawohl! Der Vogel vom Anfang. Oh oh. Na toll. Das ist mein Ende. Aber wie es halt so ist, Kakerlaken überleben den Atomkrieg, also auch das hier. Hm,
Es war für sie wie eine Achterbahnfahrt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ihre komische Blume ist auch noch da, allerdings tot. Welch Ironie. Welch Ironie. Und es sprießt hier wieder eine Blume. Und sie retten sie zu dritt mit dem Ameisenvieh. Und sie freuen sich alle. Das war Journey of a Roach bei Ego Schlüter LP. Vielen Dank für das Zuschauen, Freunde. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bei einem völlig anderen Spiel, so viel ist klar. Ich habe genug von auf den Kopf laufen und kaputten Takalaken, die dann, ja, also storymäßig auch ein bisschen ein wirres Spiel. Also man ist nach 2 Stunden durch. Wenn man sich normal anstellt, wenn man sich so dumm anstellt wie ich, dann dauert es vielleicht 1 Stunde länger. Aber es ist prinzipiell, ja, ein kurzes, kleines Spielchen. Und ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Es ist kein schlechtes Spiel, es ist schon ganz okay. Es hat mir auch einigermaßen gefallen für ein Adventure. Ich bin nicht so der Adventure-Spieler, aber es ist jetzt kein Deponia oder wie die großen Adventures von der Delic heißen. Es ist wirklich ein nettes Spiel für zwischendurch, aber ich würde jetzt muss nicht viel Geld für ausgeben. Ich habe es im Sale gekauft und das ist okay, aber wenn ihr mehr wie 10 Euro für das Spiel ausgebt, dann ärgert ihr euch vielleicht hinterher. Deswegen, für einen 5er okay. Das muss ich ja selber wissen natürlich. Und ich meine, der Delic hat ja auch wirklich Arbeit reingesteckt. Die Leute wollen bezahlt werden, die Leute brauchen auch. Das ist okay, aber also so für mich ist das natürlich jetzt kein Spiel. Das kann man auch nur einmal durchspielen, finde ich. Dann wird es auch schon öde. Und ja, ich bedanke mich wirklich bei allen, die ja reingeschaut haben. Vielleicht gibt es demnächst wieder mal ein Adventure. Ich habe ja einige auf dem Zettel. Ich würde auch mal wieder andere Spiele gern zeigen. Ah, es geht weiter. Aber ja, das war Journey of a Roach. Ein Spiel von 2013 oder 14. Also auch nicht gerade alt. Nettes Spielchen. Kann man sich mal mitnehmen, kann man sich mal anschauen. Und ja, wenn man Adventures mag. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Ego Let's Play. Und tschüss, bis zum nächsten Mal, bis zum neuen Projekt bei mir auf dem Kanal. Und Grüße an Crisis Held, aka Spielesammler, ja, und Second Player LP und Empedex. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao und auf Wiedersehen. Schaut bei den anderen auch mal rein. Ciao.